Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert. Es ist mal wieder Roadtrip-Zeit und heute, da fahren wir zu einer speziellen Ladesäule ins Bündnerland. Wir reden ein bisschen über Elektroautos und den Winter, lassen das Auto an dieser Säule laden und laden selber auf bei einer kleinen Schneeschuhtour und danach gucken wir einfach mal, was der Tag noch so bringen mag. Er beginnt auf jeden Fall schon richtig fantastisch. Der Sonne, die geht gleich so in einer halben Stunde dahinter den Bergen auf, in die Richtung fahren wir auch. Und dann heißt's Winter, Bündnerland und Elektromobilität. Auf geht's! Wir fahren bei mir zu Hause los. Das heißt, wir sind ungefähr, ich zeige es euch gerade, noch 80 Kilometer von unserem Ziel entfernt. Und wir fahren los. Da vorne könnt ihr es auch schon sehen. Ich zeige euch aber auch nochmal den genauen Akkustand mit, ja, hier 48%. Die Grafik da vorne sind ungefähr 48%, 176 Kilometer. Ich hätte natürlich zu Hause nochmal laden können. Logisch. Das ist der Strom auch am günstigsten für mich. Habe ich aber gar nicht gemacht, weil das bringt mich zum ersten Punkt, über den wir hier reden können. Das Stichwort Reichweitenangst, Winterreichweite und Co. Und ich weiß, dass ich ganz, ganz viele Elektro-Neuling-Zuschauer habe. Also Leute, die wirklich zum ersten Mal mit dem Elektroauto unterwegs sind, die es gerade bekommen haben. Und darum möchte ich vor allem auch immer wieder solche Themen ansprechen wie Reichweitenangst, Fahren im Winter, auch die Benutzung von Ladesäulen und Apps und Co. Für die alten Hasen sind das ganz oft Wiederholungen, aber insbesondere für diese Zuschauer, die eben noch keine alten Hasen sind, die jetzt umsteigen wollen, sind die Infos, so glaube ich zumindest, enorm wertvoll. Also seht es mir nach, wenn ihr manche Sachen doppelt und dreifach hört. Mittlerweile bin ich schon ein bisschen unterwegs und es hat recht gut Verkehr. Ich meine, wir haben Silvester, sollte annehmen, viele Leute bleiben jetzt auch zu Hause zum Feiern, aber wir haben auch seit längerem den ersten richtig schönen sonnigen Tag. Das heißt, heute zieht es wahrscheinlich richtig viele Leute in die Berge. Wenn die Soundqualität jetzt ein bisschen nachlässt, bitte ich das zu entschuldigen. Ich bin ja wie gesagt alleine unterwegs und das heißt vor allem auch, ich habe mein Ansteckmikro gerade nicht aktiv, sondern ich rede hier in die dort oben fest sitzende Action-Cam und da ist die Soundqualität meist nicht so gut. Ist einfach, sind so die Hürden, wenn man alleine unterwegs ist und nicht genug Halterung für alle Kameras hat. Genug davon. Kommen wir zum Thema Winterfahren, Winter und E-Auto, Winterreichweite. Ja, die Reichweite geht runter im Winter und ja, je nach Temperatur und Fahrbedingungen und, hat sehr viele Einflussfaktoren. Um 20-30%. Meine reelle Winterreichweite hier mit dem Enyaq 80X, die ist so bei 350, 360 Kilometern. Bei dem Fahrstil, den ich habe, bei den Konditionen, die ich aktuell im Winter habe. Denn wir haben gar nicht richtig Winter. Wir haben draußen jetzt 5,5 Grad um 8 Uhr morgens. Das ist nicht Winter, das ist ja fast Sommer. Was für Einflussfaktoren habt ihr im Winter hinsichtlich eures Autos? Nun, das sind mal die paar Faktoren, die schon komplett unabhängig davon sind, ob ihr einen Verbrenner fahrt oder ein Elektroauto, sowas wie Winterreifen. Winterreifen haben einen höheren Rollwiderstand, verbrauchen dementsprechend mehr Energie. Völlig egal, ob das Benzin, Diesel oder Strom ist. Eine der großen Einflussfaktoren. Dann im Winter habt ihr oftmals schlechteres Wetter, sprich Regen oder Schnee. Ergo in vielen Fällen wieder mehr Rollwiderstand auf der Fahrbahn. Und daraus folgt wieder ein höherer Verbrauch. Wie hoch der Einflussfaktor von bestimmten Dingen da ist, darüber lässt sich natürlich streiten. Aber das geht so weit, dass man sogar sagen kann, im Winter, da ist der Luftwiderstand höher, weil die Luft ist kälter und somit ist die Luft dichter als im Sommer bei warmer Luft. Ergo hat man einen etwas höheren Luftwiderstand. Und im Winter müsst ihr ganz oft zum Beispiel auch eure Scheibenwischer benutzen. Und wenn der Scheibenwischer wischt, dann macht ihr euren CW-Wert einfach kaputt. Beim Elektroauto kommt halt noch der Akku hinzu. Und euer Akku funktioniert im Winter, wie ihr es von allen Batterien her kennt, nicht so gut wie bei wärmeren Temperaturen. Zu heiß mag er auch nicht, ganz klar.
aber kalt ist nicht seine Welt. Jetzt heizen die Autos natürlich die Akkus im Normalfall auch auf Betriebstemperatur. Das braucht aber einen Moment. Ein Akku ist nicht innerhalb von einer Minute auf Betriebstemperatur geheizt. Heißt übersetzt, ihr braucht Energie für das Wärmen und die Energie für das Aufwärmen des Akkus steht euch natürlich auch wieder fürs Fahren nicht zur Verfügung. Und hier merkt ihr, da ist so ein kleiner Trade-off zwischen den Akku wärmer machen und bessere Leistungsabgabe haben und den Akku kalt lassen und die Energie sparen, aber dafür weniger abgeben können. Da braucht es ein intelligentes Wärmemanagement und je intelligenter und besser das funktioniert, umso besser wird auch eure Winterreichweite sein. Und wenn jetzt ein Hersteller hergeht und euch sagt, wir optimieren die Winterreichweite mit Software-Update und ihr denkt erstmal, vor allem wenn die Elektroauto-Welt für euch neu ist, wie soll das gehen? Genau über solche Maßnahmen geht das. Durch Optimierung an der Stelle, wann heize ich den Akku, auf welche Temperatur versus was mache ich da nicht und wie intelligent mache ich das. Darüber kann man tatsächlich signifikanten Einfluss auf die Reichweite nehmen. 20, 30 Kilometer sind da schnell mal gemacht. Also von daher nicht verwundert sein, wenn ein Hersteller sagt, wir verbessern die Reichweite per Software-Update. Das ist heutzutage problemlos möglich. Das vielleicht einfach mal so zur Winterreichweite. Die Reichweite alleine im Winter, dass sie runtergeht, mag ja für den einen oder anderen dann von euch auch ein Problem sein. Aber ich glaube, in den meisten Fällen, gerade hier bei uns in der Schweiz, kommt man mit 350 Kilometer echter Winterreichweite recht gut Schlag. Über die Rundzusammenhang ist eigentlich viel, viel spannender die Reichweitenangst, die wir noch mehrheitlich haben. Und auch um das aufzuzeigen, bin ich heute einfach mit 48% losgefahren. Viele Elektroneulinge würden das niemals machen. Die hätten mindestens auf 80% geladen. Viel voller solltet ihr sowieso nicht laden, ist auch gar nicht nötig, außer ihr habt wirklich eine lange Strecke vor euch, dann auf 100% laden. Doch ich kenne auch viele Elektroneulinge, die laden immer auf 100%, sogar am Fast Charger und nehmen diese lange Zeit im Kauf. Macht es nicht, Leute. Ihr macht euch damit das Leben echt extra schwer und müsst es gar nicht. Einerseits die Ladezeit, die ihr dort habt und gar nicht braucht, und andererseits dieser Stress immer wegen der Reichweite. Ich denke, ich werde mit irgendwo 20, vielleicht etwas unter 20%, je nachdem, wie heftig die Bergauffahrt nach Furna, das ist übrigens der Ort, wo wir hinfahren, ist, ankommen. Doch mich stört das mittlerweile nicht mehr. Und das hat in meinem Fall jetzt zwei Gründe. Erstens, ich gucke, bevor ich irgendwo jetzt auf einen Roadtrip gehe, in Ferien fahre oder auf eine Tour gehe, wo kann ich laden? Und da unten im Prättigau ist die Ladeinfrastruktur dank Plug and Roll so gut, dass ich mir überhaupt keinen Kopf machen muss. Plug and Roll ist eine Marke von der Repower. Das ist ein Energieanbieter aus dem Bündnerland. Und was das Schöne bei denen ist, die klatschen die Säulen eben auch an Orte, wo normalerweise keine stehen würden, wo wahrscheinlich die Auslastung auch nicht die beste ist, doch dazu mehr an der spezifischen Säule. Genug geredet, ich genieße jetzt schon die Landschaft. Wir sehen uns dann gleich in Furna wieder. Herzlich willkommen in Furna. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Und ja, das hier ist der Platz für die Ladesäule. Aber schauen wir doch zuerst einmal einfach, wo wir hier gelandet sind. Wir sind im Bündnerland, unverkennbar. Im Tal haben wir noch Schatten. Hier oben lacht uns die Sonne entgegen. Ja, die Ladesäule in Furna steht nämlich nicht auf öffentlichem Grund, ganz im Gegenteil, sie steht beim Ferienhaus Chalet Rierdi, nämlich hier. Das kann man mieten. Und ja, da fragt man sich natürlich als YouTuber auch, kann ich das einfach filmen? Weil auf Privatgrund filmen braucht im Normalfall eine Erlaubnis und deswegen habe ich auch Kontakt zu den Inhabern vom Chalet Rierdi aufgenommen und mit ihnen darüber gesprochen und die haben natürlich sofort gesagt, kein Problem. Hier ist die Ladesäule von Plug and Roll am Chalet Rierdi und da stecken wir jetzt erstmal an. Doch bevor wir anstecken, vielleicht kurz zur Geschichte dieser wunderbaren Ladesäule hier.
Warum steht die hier? Nun, das liegt an den Inhabern. Franziska und Dominik Weibel, die das Haus 2016 von ihrem Vater, also vom Vater von Dominik, übernommen haben, sind nicht nur Fans der Elektromobilität, sondern haben auch gesagt, sie wollen hier eine öffentliche Ladesäule haben. Warum? Nun, Furna war eines der letzten Bündner Bergdörfer, die Strom bekommen haben. Und zwar erst 1969, muss man sich mal vorstellen. 1969 ist dieses Dorf erst ans elektrische Netz angeschlossen worden. Doch beim Laden, da wollte Dominik eines der ersten Bergdörfer sein, die eine entsprechende Ladesäule anbieten, nämlich 2016. Da hat er sich einen Partner gesucht. Den Partner, den hat er hier gefunden, mit Plug and Roll. Von der RePower, ich hatte es schon erwähnt, oder einem Bündner Stromanbieter. So, jetzt gibt es aber noch eine Besonderheit. Diese Säule, und das ist das, was sie eigentlich speziell macht, diese Säule ist gratis. Ihr müsst hier nichts bezahlen, solange ihr nicht mit eurem Roaming-Anbieter laden wollt. Wie könnt ihr hier gratis laden? Nun, es gibt einen einfachen, es gibt einen persönlichen Weg. Der einfache Weg ist die App von Plug and Roll. Ja, ihr braucht ein weiteres App dafür. Registrieren müsst ihr euch auch. Das ist allerdings gratis. Es gibt keine monatliche Gebühr und dann sieht das Ganze an der Säule nämlich so aus. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. 0 Franken. Jetzt gibt es natürlich Leute unter euch, die sagen, oh, nicht noch ein App, ich habe schon so viele Lade-Apps. Verstehe ich. Dann wählt doch statt dem einfachen Weg den persönlichen Weg. Und deswegen, wenn ihr den persönlichen Weg wählt, dann habt ihr sowas hier. Nämlich, ihr bekommt eine Ladekarte. Diese Ladekarte hier, die bekommt ihr von den Inhabern des Chalets hinter mir. Und ich blende euch jetzt einfach hier unten mal deren Homepage ein. Furnaferien.ch und dort könnt ihr drauf gehen, dort findet ihr auch die Smartphone, also die Mobile, die Handynummer von Dominik und Franziska. Da könnt ihr ein WhatsApp hinschicken oder denen ins Telefon geben und dann stellen die euch eine Ladekarte zur Verfügung, ganz persönlich und direkt, und ihr könnt hier auch gratis laden. Da ja, wie gesagt, viele Elektroneulinge meinen Kanal gucken, machen wir natürlich auch den Ladevorgang bzw. das Anschließen zusammen. Ihr seht, die Säule hat kein Kabel, deswegen greife ich zu meinem, oh je, sieht das hier wieder aus, nicht weiter darauf achten, greife ich zu meinem Typ 2 Kabel. Beim Skoda habe ich euch ja auch schon in anderen Videos gezeigt, müsst ihr das nicht hier, das wäre jetzt super unpraktisch, oder in der Klappe zu verstauen. Ich habe es hier an der Seite, da passt es nämlich super hin. Und hier ist das Typ 2 Kabel. Für die Anfänger von euch nochmal, das Typ 2 Kabel hat 2 Anschlüsse. Logischerweise, es muss ja ins Auto mit dem dicken hier und es muss in die Säule mit dem dünnen hier. Wie rum macht ihr das? Nun, als erstes steckt ihr das dünne Ende in die Säule hier hinein, einfach auf und rein. Achtung, bei manchen Säulen müsst ihr erst den Anschluss freischalten, dann ist da hier eine Klappe vor oder sowas. Das macht ihr über das App oder die Karte und danach steckt ihr einfach das andere Ende in euer Auto. In meinem Fall halt, wie ihr wisst, Skoda hinten rechts. Zack. Fertig. Ihr seht, er ist auch schon auf weiß da oben gesprungen. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch die Säule freischalten. Und dafür habt ihr ja, wie ich hier, die Karte. Die Säule sagt es auch, bitte anmelden. Ihr haltet die Karte dagegen. Bitte warten. Login. Beginn des Ladens an Punkt 2. Das war's. Ich lege die Karte natürlich wieder zurück. Ist ja nicht meine. Und schon zieht ihr problemlos Strom. Und das bringt mich natürlich dazu, warum ich gar keinen Stress habe, hier hochzufahren. Mit 48% gestartet. Ich bin jetzt unter 20%. Gehen wir doch mal ins Auto, gucken uns das an. Da seht ihr das, die Batterie leuchtet gelb. Gelb heißt ja beim Skoda 20% oder weniger. Ha, seht ihr, 13% habe ich. Und 31 Kilometer Reichweite. Warum ist das so? Nun, ihr habt es ja auf der Fahrt hier hoch gesehen. Es geht massiv bergan. Da frisst er natürlich Strom wie verrückt. Unten hatte ich noch 64 Kilometer Reichweite. Auf der anderen Seite werdet ihr aber ja auch sehen, wenn wir runterfahren, rekuperieren wir ordentlich. Darum auch hier, obwohl es gratis ist, haut euch den Akku nicht auf 100% voll. Und ist es noch so verlockend? Laden bis 80% reicht völlig. Und nicht wundern, auf der Anzeige steht jetzt 31 Kilometer, aber pro Stunde.
Ja, bei den anderen Videos werdet ihr sehen, pro Minute, nein, nicht 31 Kilometer pro Minute, sondern pro Stunde. Nun, wo mein Auto wieder lädt, ist es auch Zeit, die eigenen Batterien aufzuladen. Ich bin mit Schneeschuhen unterwegs in einer traumhaften Winterlandschaft. Und das... das lädt meinen Akku wieder auf. Kommt einfach eine Runde mit auf diese Wanderung. Genießt den Winter mit mir, bevor es dann wieder zurück nach Hause geht zum Silvesterfeiern. Unberührte Natur. Auch das ist gratis. Weder Strom gerade für mein Auto. Und vielleicht versteht ihr, dass ich gerade nicht allzu viel Lust habe zu reden, sondern einfach genießen möchte. Zwischenetappe hier erreicht, mein Zwischenziel, wo ich Pause mache. Der heiße Tee, der steht da unten schon bereit. Und wie ihr sehen könnt, ich hoffe, dass man es sehen kann. Ich drehe es vielleicht doch noch mal so. Mein Auto lädt mit 10,5 kW und bräuchte jetzt noch 2 Stunden 40. Wir haben auch schon wieder 40% im Tank. Ist ja schön, wenn man so eine App dabei hat, wo man dann sieht, dass noch alles gut ist. Ich gönne mir jetzt hier inmitten dieser Stille, dieser Ruhe und dieser schönen Landschaft meine Pause und dann geht's zurück. An der Hütte da könnte man sogar laden. Da hat es Starkstrom und mit dem richtigen Adapter würde das gehen. Nur ich glaube, das kann ich dem Allrad des Kodas eher nicht zumuten. Vermutlich würde das so gut wie kaum ein Auto schaffen. Von daher bleibt diese Steckdose für mich wohl unerreichbar. Gut, dass es unten in Furna die Ladesäule gibt. Und für euch nochmal hier der Blick in diese Winterwunderlandschaft und noch ein bisschen Schneeknirschen, weil es so schön ist. Meine Tour ist jetzt zu Ende. Ich habe die Natur genossen, mir geht es gut. Das Auto hängt natürlich immer noch an der Säule. Wir können ja mal gucken, was hier Sache ist. Da sehen wir 42,8 Kilowattstunden geladen, also mehr als die Hälfte, wo in den Akku passen. Gucken wir noch kurz vorne, was das bedeutet, was uns unser Skoda denn jetzt Schönes zeigt. Und da sehen wir 210 Kilometer Reichweite, der Akku schön wieder grün. Und dann gucken wir natürlich auch hier, wir sind wieder hoch auf 65% von 13%. Bestens. Und da beweist sich halt einmal mehr. Städte, dann Leder. Ich bin noch mal ganz kurz ins Furna Dorf gefahren für ein paar Fotos. Und jetzt kommt die lange Passabfahrt. Ihr fahrt wieder oben auf dem Dach mit. Und wir schauen einfach mal, wie viel wir rekuperieren können. Zur Erinnerung, wir sind unten gestartet, als wir hochgefahren sind, mit 64 Kilometern Reichweite. Angekommen sind wir mit 31, also es hat sich fast halbiert. Die Strecke selber ist aber nur 5 Kilometer lang. Das heißt, übersetzt, wir haben für die 5 Kilometer gut 30 Kilometer Reichweite gebraucht. Und jetzt geht es aber bergab und jetzt können wir uns sicher gut Reichweite zurückholen. Zur Erinnerung, gestartet sind wir mit Reichweite 210 Kilometer oben an der Ladestation. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie viel wir haben, wenn wir unten angekommen sind. Nach so einem Ausflug im Schnee, auch wenn die Sonne scheint, ist einem natürlich auch ein bisschen kalt. Ist ja kein Problem. Mein Enyaq hat beheizte Sitze und das Ganze machen wir einfach über Laura. Okay, Laura, mein Hintern ist kalt. Alles klar.
Der Sitz vorn links wird gleich wärmer. Bestens. Ihr seht, das hat Laura auch verstanden. Und wer es noch etwas derber mag, kann auch gern das A-Wort statt Hintern benutzen. Das funktioniert auch. Und für die Männer, wenn euch zwischen den beiden kalt ist, Eier gehen immer. Kein Scherz, probiert es aus. Laura ist da sehr flexibel. Ich fahre im B für Bergmodus runter. Das finde ich für die Rekuperation hier besonders angenehm. Und ja, ihr außen drauf. Und ich hoffe, die Aussicht ist schön. Das ist ja generell einer dieser großen Vorteile in der Elektromobilität. Wir können bergab rekuperieren. Nicht nur bergab, generell. Statt Bremsenergie einfach in Hitze zu verwandeln durch Reibung, was können wir natürlich auch, machen wir das meistens durch unseren Elektromotor, der dann als Generator funktioniert und Strom erzeugt und in die Batterie packt. Das ist natürlich nie gleich effizient wie der Verbrauch. Ansonsten hätten wir ein Perpetuum mobile, das gibt's nicht. Dementsprechend werden wir immer nur einen Teil der Energie zurückgewinnen, aber ein Teil ist besser als null, wie beim Verbrenner. Ich habe ja gesagt, wir sehen uns gleich unten in Jenas nochmal wieder. Der Grund ist ganz einfach. In Jenas ist übrigens die nächste Ladesäule von Plug'n'Roll. Und wäre da oben kein Platz, was sehr unwahrscheinlich ist, oder die Ladesäule defekt, was auch sehr unwahrscheinlich ist, dann könntet ihr unten in Jenas mit bis zu 75 kW laden. Von daher hättet ihr spätestens da dann Energie nachtanken können. Was nur wieder bestätigt, man muss nicht mit vollem Akku immer losfahren, auch wenn man es natürlich kann. Die Station unten in Jenas ist allerdings nicht gratis. Darum empfehle ich euch definitiv oben die beim Chalet Rierdi von Franziska und Dominik Weibel. Und ich glaube, der würde sich sogar freuen, wenn da mehr als zweimal im Jahr jemand zu Besuch käme zum Laden. Also fahrt doch mal nach Furna, ob Sommers oder Winters. Ihr könnt da wunderschöne Touren machen. Geht an die Ladesäule dort und ja, tankt euer Auto gratis und tankt euch auf. Wir rekuperieren hier immer noch wie die Weltmeister. Wir nähern uns jetzt der anderen Ladesäule. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich richtig gefahren bin. Nein, es sieht nicht so aus. Ich bin mir noch nicht sicher. Oder bin ich doch richtig? Doch, ich bin richtig, wie man hier zu Graubünden Viva kommt. Hier kommt mal lang. Hier ist übrigens noch eine Bio-Käserei. Die Produkte gibt es da natürlich auch. Und dort seht ihr ihn jetzt vor uns. Da ist der Charger, der euch auch mit 75 kW befüllen kann. Und hier fahren wir jetzt natürlich auch mal kurz hin. Werfen wir einen Blick auf die Rekuperationsleistung, dann seht ihr, ich habe 4% gewonnen auf den 5 Kilometern Bergabfahrt. Ja, das macht da vorne jetzt 242 Kilometer. Das wäre ein Zugewinn von 32 Kilometern. Das ist klar, weil natürlich dadurch, dass der Verbrauch sinkt, wird natürlich auch die Reichweite neu berechnet. Wenn ihr das also korrekt messen wollt, müsst ihr das über den Prozentwert machen. Hoch, ich habe die Prozente mir natürlich auch da angeschaut. Ich bin mit 18% grob gestartet und mit 13 angekommen, also ich habe 5% verbraucht. Ihr seht also die Kraft der Rekuperation. Bei der Ladesäule hier in Jenas am Genussmarkt Graubünden Viva angekommen. Den Lärm müsst ihr entschuldigen, hinter mir ist halt die Nationalstraße durchs Prätigau. Ihr seht die Ladesäule von Plug'n'Roll schon hinter mir. Schauen wir sie uns an. Dann habt ihr hier zweimal CCS zur Verfügung, 75 kW. Schön ist natürlich, ihr könnt auch einfach mit der Kreditkarte bezahlen. Auch hier braucht ihr wieder kein App und nichts. Und nebendran haben wir natürlich von Plug'n'Roll auch noch die klassische 22 kW Säule. Könnt ihr auch benutzen. Seid hier natürlich auch wieder in bestem Bündnerland. Es ist wunderschön heute. Aber der Grund, warum man hier hinkommt, ist ja nicht unbedingt die Ladesäule, sondern das ist dieses Gebäude hier. Der Genussmarkt mit Bistro, 7 Tage die Woche geöffnet. Und macht doch einen Abstecher hier hin, ladet euer Auto auf, holt euch da drin noch ein paar Spezialitäten. Das werde ich auch gleich machen. Da seht ihr übrigens die Öffnungszeiten, Montag bis Sonntag, 9 bis 18 Uhr. Kann ich euch nur empfehlen. Auch hier wieder nicht gesponsert.
und auch keine Unterstützung. Ich bekomme da auch keine Produkte gratis. Ich zahle die selbstverständlich. Ich möchte euch einfach begeistern für Elektromobilität in den Alpen im Winter. Und es gibt keine Probleme. Ihr könnt ausreichend laden. Ihr müsst euch keine Sorgen um die Reichweite im Winter machen. Ihr habt beste Landschaft. Ich drehe noch mal die Kamera um. Schaut euch das an. Und probiert es einfach aus, wenn ihr ein Elektroauto habt. Auch wenn ihr Neuling seid. Ihr werdet es genießen. Ich habe noch schnell meine Maske angelegt. Es ist ja noch immer Maskenpflicht. Und ich würde mal sagen, lass uns reingehen. Herzlich willkommen bei Graubünden Viva. Hier bekommt ihr Spezialitäten aus dem Bündnerland, über 150 in bester Qualität und erst noch mit freundlicher Bedienung und Hilfe. Und wenn ihr eine Pause braucht, hat es da vorne ein Bistro. Natürlich dürfen Käsespezialitäten nicht fehlen. Und es wäre nicht das Bündnerland, hätten wir keine Weinauswahl. Bitte bedient euch. Schwenken wir noch kurz rüber ins Bistro. Hier kann man die Seele baumeln lassen, während direkt da vorne euer Elektroauto lädt. Also, der Besuch, er lohnt sich. Damit endet unser heutiger Roadtrip in die Bündner Winterlandschaft. Mein Speicher ist wieder rappelvoll geladen mit Energie. Sein Speicher ist, wie ihr wisst, bei 65% auch schon ordentlich geladen. Und somit ist es für uns beide richtig gut. Wir haben ein bisschen darüber geredet, dass ihr im Winter keine Reichweitenangst haben solltet. Und ganz ehrlich, habt auch keine Ladeangst. Denn so schlecht, wie die Säulen heute oft noch geredet sind oder geredet werden, sind sie überhaupt nicht. Die meisten Säulen funktionieren einwandfrei. Und wenn mal eine nicht funktioniert, dann ist die nächste, so wie jetzt hier in diesem Fall, mitten im Bündnerland, auch nicht weit weg. Insofern, kennt ihr vielleicht auch so spezielle Ladesäulen wie die oben in Furna? Dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Vielleicht fahre ich da dann auch mal hin. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einen Daumen nach oben da. Und solltest du noch nicht abonniert haben, dann ist jetzt der Zeitpunkt, das zu tun. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Und bis dahin, bleib energiegeladen.